Frenkel frotzelt. Heute. Let's Play. Euro Truck Simulator 2. Tag, Herr Nasebär, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Euro Truck Simulator 2. Ich bin gerade immer noch am Überlegen, wo ich hinfahre von Nürnberg aus. Und wisst ihr was? Ich scheiß mal aufs Geld. Ich fahre nach Triest. Da habe ich vielleicht die Chance, auch mal Rom zu erleben. Das stellen wir jetzt als Navi-Ziel ein. Palim palem. Schmeiß mal den Motor an. Insgesamt Licht auch alles an. Wunderbar. Ich muss es euch nochmal zeigen hier. Mein super Bling Bling hier. Schaut euch das an. Ist das eine Disco oder ist das eine Disco? Meine Fresse. Auf geht's hier. Okidoki. Gerade nochmal ein bisschen ranzoomen hier für die Innenstadt. Und rechts abbiegen jetzt. Hurra. Ist rot, aber es wird grün. Das ist schön. Und rum. Freunde, ich warte immer noch auf Vorschläge von euch, was Mods angeht. Was ich mal ausprobieren soll. Mir gefallen kuriose Sachen und alles, was mit Scania zu tun hat. Weil ich da ganz gerne mir mal eine schöne, noch einen, vielleicht noch eine zweite Scania zulegen möchte. Iveco wäre auch noch interessant, weil der habe ich eben neulich einen in der Stadt gesehen. Und den fand ich dann eigentlich im echten Leben ganz nett. So. Jetzt gucken wir mal. Wir brauchen ja erst hier den Auflieger. Den müssen wir erstmal abholen. Das ist fast ein bisschen schnell, wie ich hier fahre. Ne? Und es ist Nacht. Es ist Nacht, Senorita. Oh, die Polizei. Die treffe ich ziemlich häufig. Sind wir in Bayern hier oder was? So, rechts oben der Mond. Den kann man auch kleiner machen. Mit einer Mod habe ich rausgeschmissen. Ich möchte den... Oh, oha, ich muss abbiegen. Stopp. Nicht so weit, Herr Frenkel, nicht so weit. Wir müssen erstmal hier unseren Auflieger abholen. Und das sollte kein Problem sein, den hinten anzudocken, weil das ist ja... Stopp, nicht so weit! So. Kiel gibt's hier. Das wäre irgendwie mehr Kohle. Deutlich mehr Kohle, oder? Ja, deutlich mehr Kohle. Oh Mann, oh Mann. Ich möchte aber doch nach Italien. Vielleicht schaffe ich es dann von da aus eher nach Rom. Ich will mal nach Rom! Versteht ihr das? Ja? Keine Ahnung, ob ihr das versteht. So, ich weiß gar nicht jetzt, was ich für eine Fracht habe. Ich habe gar nicht drauf geguckt. Egal. Wir nehmen alles mit und wenn es Atomraketen sind. So, jetzt bin ich ein bisschen arg weit hier rumgegurkt, aber es macht nichts. So, stopp. Und jetzt... Das ist wieder dieser Kack-Bauernhof. Wo es überall gackert und alles, ja. Das hatte ich mit der Tyska auch erst besprochen. Das hat die auch genervt. Dieses furchtbare Gegacker und Dingse. Ich habe schon ein paar Talk-Gäste in petto. Mein Problem ist, das kann ich den Leuten auch sagen, die es regelmäßig verfolgen und vielleicht gerade auf eine Nachricht von mir warten. Mein Problem ist einfach, ich habe wirklich eine Warteliste. Und das, zum Teil müssen die Leute schon ziemlich lang warten. Das tut mir auch echt leid, aber es lässt sich nicht ändern. Vor allen Dingen, weil ich nicht nur Talk-Truck-Veranstaltungen machen möchte. Es gibt Leute, die finden die nicht so gut. Und die möchten lieber so Folgen mit Mone und mit mir sehen. Und deswegen machen wir das jetzt hier auch mal gerade wieder. Und vielleicht kann ich die Mone auch nochmal in den Truck zerren. Und ich möchte sie überreden, dass sie vielleicht mal den US-Truck fährt. So, wir sind jetzt auf der Spur. Richtung Italia. Jetzt müssen wir schnellstmöglich auf die Autobahn kommen. Damit ich hier nicht immer ewig auf dieser scheiß Landstraße rumgurken muss. Das ist ein bisschen... schnarchig. Da passieren auch viel zu leicht Unfälle. Ein schöner Sternenhimmel übrigens, ja. Ich könnte mal rausschauen rechts. Nee, lieber nicht. Schauen, ob wir diese Grünphase noch schaffen. Wenn nicht, können wir ein bisschen... Was hat denn der da hinten drauf? Ein Grill oder was? Das sieht mir nicht sonderlich befestigt aus, mein Lieber. Wenn ich mal klug scheißen darf. Unfassbar. Naja. So. Jetzt fahren wir erstmal raus aus der Stadt hier. Genitalien fahren wir jetzt. Versteht ihr? Genitalien. Ich glaube, den Witz habe ich leider schon mal gebracht. Naja, egal. Wartet mal, da kann ich doch überholen, oder? Nee. Stopp! Scheiße! Ah. Ja, okay. Was wäre ein Let's Play Euro Truck Simulator ohne Unfälle?
Hoffentlich fährt er jetzt zu, der blöde Penner, und bleibt nicht stehen. Natürlich bleibt er stehen. Fahr! Mann, falsche Taste. Fahr, du Penner, los! Weichei! Okay, ich hätte doch links abbiegen können. Der Arsch! Jetzt hat er extra gewartet, damit ich hier nochmal bei Rot... Oh! Der miese kleine Spritzer, der miese. So, jetzt können wir doch mal kurz theoretisch den Sternenhimmel anschauen. Na, ist das nicht toll? Merkt ihr was? Pong. Ich kann hier durch die Scheibe durch. So. Jetzt wird's grün und jetzt biege ich falsch links ab, was ich eigentlich gar nicht dürfte. Ist mir aber gerade völlig wurscht. Ja, da konnte ich mich gerade nicht entscheiden, dass ich, ob ich links vorbeifahre. Und dann dachte ich mir, ach nee, fährst du doch links, nicht links vorbei. Und dann war es eben schon passiert. Hat es Badouts gemacht, weil ich dann zu hohe Geschwindigkeit hatte. Naja. Könnten wir jetzt zum Reparieren fahren, aber das lohnt sich nicht. Ne? Das ist ja bestimmt nur ganz wenig Schaden. Die Tour lohnt sich ja gerade schon dreimal nimmer, weil ich ja eh so wenig Kohle kriege dafür. Muss ich da noch geradeaus weiter? So, Dingelingeling, Dingelingeling. Wir quälen uns hier jetzt gerade ein bisschen hoch. Aber jetzt geht's ja ab, die wilde Fahrt. Ja, meine lieben Freunde da draußen vor die Fernseher. Was könnte ich mal ein bisschen erzählen? Ich könnte mal über meinen Reboot sprechen. Es gab ja am 1. Mai, am Feiertag, habe ich ja einen Kanal-Reboot gemacht. Habt ihr ja wahrscheinlich mitgekriegt. Und der lief richtig gut. Also der Reboot war cool. Also ihr habt ja, wenn ihr meine Let's Plays verfolgt, habt ihr ja mitbekommen, dass meine Aufrufzahlen, meine Klickzahlen brutal runtergegangen sind, sich halbiert haben. Und ich habe da einen Schuldigen ausgemacht, und zwar, weil ihr partout keine AAA-Spiele sehen wollt und auch nicht mal Skyrim, obwohl das gar niemandem was spoilern sollte. Das hat irgendwie keiner geguckt. Ihr wollt mehr Simulatoren. Und deswegen habe ich jetzt den Kanal Neustart gemacht und jetzt gebe ich euch Simulatoren. Ja. Und im Notfall mehr als ihr wollt. Und da habe ich jetzt am 1. Mai einiges Neues gestartet. Den Polizeisimulator, der gar kein Simulator ist zum Beispiel. Und den Real Heroes Firefighter, das Feuerwehrspiel. Das ging mal richtig gut ab schon am ersten Tag. Auch am zweiten Tag. Ich habe ja vor, jetzt künftig immer ein Feuerwehrspiel zu Let's Playen, weil irgendwie ich so viele Feuerwehrfans habe. Das ist irgendwie komisch. Wo ich doch manchmal so böse Sachen mache, ne? So Rolltore offen lassen und so. Ja, und was ist dann noch gestartet am am Mittwoch? War der Mittwoch? War das Mittwoch, der 1. Mai? Ich glaube schon. Ja, Spiele mit Sexy Chantal. Da waren die Meinungen ja geteilt. Es gab niemanden, der irgendwie, ich glaube niemanden, der irgendwie gesagt hätte, ja, ist ganz okay, sondern entweder ihr fandet es total geil oder total beschissen. Das war sehr lustig und sehr interessant, aber zum Glück fanden es nur ungefähr 20% beschissen und 80% fanden es geil. Und deswegen werde ich das mal ein bisschen weiter probieren, mal schauen, wie sich das entwickelt. Das ist ein Versuch, ja. Ich verstehe immer gar nicht die Leute, die dann so halb durch die Decke gehen und, oh Mann, was ist das für ein Scheiß, das will ich nicht sehen. Ich meine, wenn ihr es nicht sehen wollt, dann braucht ihr es nicht angucken und ich hoffe mal, dass ihr nach der ersten Folge jetzt ein bisschen schlauer seid und euch die zweite nicht mehr anguckt. Die läuft übrigens morgen. Wenn ich jetzt alles richtig gerechnet habe hier. Nein. Die lief... Vergesst, ich habe Quatsch erzählt. Die ist am Sonntag gelaufen. Die Folge ist jetzt ja schon hinterher. Also komm, vergesst einfach. Am Sonntag lief die. Da wird sich jetzt dann auch mittlerweile schon wieder rausgestellt haben, wie die ankam. Ja, da gucken wir mal, ne? Da gucken wir mal. Und die Klickzahlen da bei dem Reboot, die waren richtig gut. Sie haben sich also... Die Klickzahlen haben sich halbiert gehabt und jetzt an dem einen Tag, am Mittwoch, haben sie sich sofort wieder verdoppelt. Also genau auf dem Niveau, wo ich sie eigentlich gerne mindestens haben möchte. Das soll natürlich auch noch ein bisschen steigen dann, klar. Deswegen ist immer wichtig, dass ihr Werbung für mich macht ein bisschen, ne? Bei Facebook teilen und so, Twitter und was ihr halt so alles habt.
Das ist echt wichtig. Ist nicht nur wichtig, dass man Likes kriegt, sondern halt auch irgendwie ein bisschen Mundpropaganda ist echt wichtig. Ja, und das hat mich schon gefreut, dass es sich verdoppelt hat wieder. Aber man darf nicht vergessen, es war ein Feiertag. An Feiertagen und an Sonntagen ist immer mehr. Es sind immer mehr Klicks. Und da eben viele erste Folgen dabei waren, also Polizeisimulator 1 und Firefighter Folge 1 und auch Chantal Folge 1. Ja, bei Folge 1 klicken die Leute auch aus Neugierde sehr viel. Theoretisch sollte man ein Let's Play, wenn man 10 Folgen gemacht hat, einfach gleich wieder mit Teil 1 neu beginnen. Jetzt mal ohne Mist, das bringt, würde sogar was bringen, wenn man es in Staffeln aufteilt. Aber es wäre dann doch ein bisschen dreist, ne? Naja. Ich wurde in letzter Zeit viel gefragt, was denn mit Forza Horizon ist. Das kann ich vielleicht auch gerade hier erwähnen, bei der Gelegenheit. Forza Horizon wird es wieder geben. Ich komme bloß durch den Reboot, bin ich sehr im Rückstand mit meinen Videos und muss das erstmal wieder aufholen. Und deswegen dauert das ein bisschen. Vielleicht ist zwischenzeitlich jetzt, wenn diese Folge läuft, könnte es sein, dass es schon eine Forza ist. Ich weiß es aber nicht genau. Also da müsst ihr euch vielleicht ein bisschen gedulden. Und wenn ihr fragen solltet, wo denn die alten Forza-Folgen geblieben sind, das muss ich dazu sagen, die musste ich killen, weil ich so ein bisschen groß reinmachen auf meinem Kanal gemacht habe. Und die ersten Folgen waren mit Radio aufgenommen und da könnte die GEMA was dagegen haben und da musste ich das leider jetzt entfernen und muss künftig ohne Musik spielen. Ich möchte da nichts riskieren, dass mir die GEMA da in den nackten Arsch tritt. Ja? Das kann passieren und das ist mir echt, da ist mir mein Kanal echt so wichtig, weil mittlerweile verdiene ich ja ein paar Euro damit. Ja, leider noch viel zu wenig, aber ein paar halt zumindest und kann schon ein bisschen zum Lebensunterhalt meiner Familie damit beitragen. Das ist ja schon cool. Jetzt muss ich aufpassen, jetzt hätte ich fast die Ausfahrt wieder verpennt. Richtung Salzburg! So, jetzt fahren wir mal lieber ein bisschen langsamer. Da diese 40er-Schilder, die haben es so in sich, ne? Die sind dann nicht umsonst da. Das habe ich ziemlich früh als Frischling erfahren müssen, als ich mich, während ich durch die Kurve fuhr, gefragt habe, ganz laut, warum ist hier eigentlich 40? Und 2 Sekunden später wusste ich es, weil ich dann nämlich auf der Seite lag. So, wir haben aber kurz die Autobahn gewechselt. Und fahren gerade ein bisschen mittig. Das jetzt passt es wieder. Dein LKW ist ganz schön hässlich! Meiner ist viel cooler! Und du bist ein Arsch! Du lässt mich nicht überholen! Du kleiner, mieser Spritzer! So, jetzt schauen wir mal lieber wieder auf die Straße. Da hinten rosiger Sonnenaufgang, oder was ist das? Sieht ganz nett aus und wir fahren auch Richtung Gebirge jetzt. So. Hip, hip, hooray. Jetzt können wir die auch noch überholen, die ganzen Schnarchzapfen. Also, ich fahre jetzt noch 7 Stunden in der Spielzeit. Das heißt, das werde ich nicht ganz schaffen in dieser Episode und auch nicht in der nächsten. Die nächste ist ja Folge 200. Da mache ich aber keine große Jubiläums-Dingsbums draus. Jubiläum ist für mich 250 und nicht 200. Aber es wird auf jeden Fall eine etwas längere Folge geben und ich möchte euch da im zweiten Teil dann, also es wird eine Doppelfolge, im zweiten Teil möchte ich euch eine Mod vorstellen, die ich ganz witzig fand. Ich habe sie selber jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gespielt, aber ich weiß, was mich erwartet und das könnte vielleicht wirklich ganz herrlich bescheuert werden. Das schauen wir mal, ne? Erwartet aber, wie gesagt, keine mega Brimborium Bimmelim Bimmelim Halleluja Jubiläumsfolge. Das wird nicht der Fall sein. Das machen wir erst zu 250. Ja, und Folge 201, vielleicht schaffe ich es zu Folge 201, die Mone. Den Rest der Strecke nach Italien mit in den Truck zu holen. Die Mone ist ja ziemlich total beknackt und das finden ja einige ganz gut. Einige wenige finden es auch scheiße. So, wir sind am Ende dieser Episode. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. War ein bisschen interessant mit meinen Kanalstatistiken. Und wenn es euch gefallen hat, wäre ein Like super. Und ansonsten sehen wir dann uns zu Folge 200 wieder. Ich sag ciao, ciao, bye, bye. Bis zum nächsten Mal.